Hallihallo. Einen wunderschönen guten Samstag haben wir heute wieder. Das Wetter macht ja draußen so semi-gut mit. Also vielleicht habt ihr ja Lust, ein bisschen dabei zu sein. Ansonsten diejenigen, die das jetzt auf YouTube gucken, ne, die haben ja den Struggle nicht, die können sich das ein bisschen einteilen. Ja, wir sind mal wieder dabei bei einer neuen Runde Craftopia. Wir haben das letzte Mal uns ein bisschen vorwärts gearbeitet, sind ein bisschen gefailed, ne, wie sich das gehört. Und ja, was soll ich sagen? Wir werden jetzt dieses Mal uns ein bisschen eher an die Dungeons halten. Wir werden ein bisschen schauen, dass wir einige Items bekommen. Dass wir vielleicht auch das Eisen irgendwo auf einer Insel mal automatisieren. Weil das werden wir noch eine ganze Reihe brauchen. Ja, und dann erstmal Items farmen. Nebenbei ein bisschen Geld farmen. Ist nie verkehrt. Das wird jetzt erstmal so der Plan sein. Und let's go, würde ich sagen. So. Ja, Aufnahme sieht auch gut aus. Man muss ja immer mal gucken, ne? Erstmal schauen, wo wir wieder waren. Das ist jetzt schon wieder eine Woche später. Ach ja, genau. Stimmt. Wir waren ja auf der Eisinsel. Und wir hatten hier hinten ein Dungeon fertig gemacht. Genau, hier. Hier hatten wir ein Dungeon fertig gemacht. Okay, dann haben wir hier also noch ein Pillar. Dann könnten wir eigentlich hier rum mal laufen und dann mal in die Mitte gehen. Das ist, denke ich, ganz gut. Vielleicht schaffen wir es gleich hier irgendwie noch Eisen zu finden. Das wäre natürlich noch das Optimum. Aber ich wage es ein bisschen zu bezweifeln. Wir haben ja hier einiges an Bedrocks, die gucken wir uns jetzt mal schnell an. Aber erstmal schauen, was wir denn eigentlich so im Inventar noch haben. Ich würde mal das gute Spiel noch ein wenig leiser machen. Das ist nämlich auch ein bisschen auf meinem Ohr. Ein Stückchen laut. So, mal gucken. Schauen wir jetzt mal. Okay, da haben wir wieder den Bär. Ja, gut, nö, dann gehen wir mal in die Richtung. Ah, Mai! Grüß dich! Wie geht's dir? Alles gut? Schön, dass du eingeschalten hast. Ja, so kann's doch losgehen, ne? Wir fangen an und schon ein Level ab. Das ist doch super. Ja, das ist nur normaler Stein. Das da sieht doch nach Eisen aus. Nein, das ist auch nur Stein. Stein und Kupfer. Allergie ist ein bisschen anstrengend. Bist du jetzt schon geplagt davon? Da kommt der Grizzly an. Oder der Eisbär. Donnerwetter hier. Bist du jetzt schon geplagt, was Allergien angeht? Es ist schon wieder, es geht los und wir haben schon wieder ein kaputtes Schwert. Haselnusspollen, okay. Ja, da habe ich mal Glück. Die habe ich nicht mitgenommen. Okay, hier haben wir erstmal kein Eisen. Ja, okay, dann gucken wir uns erstmal die Welt so normal an. Schon wieder ein Eisbär. Ja, dann komm halt her. So.
Also wir werden heute mal nicht so viel grinden. Jedenfalls erstmal nicht vorrangig im Sinne von Materialien mitnehmen. Weil wir haben ja noch einiges so an Bord, das wir auch mal noch wegbringen müssen irgendwann. Aber wir müssen ein bisschen was erkunden, schauen, dass wir irgendwie noch Dungeons finden, dass wir ein paar Items bekommen, um noch ein Stück weiterzukommen. Weil die nächsten Inseln wären dann schlimm. Und mit schlimm meine ich, wir kriegen wieder einen Hintern versohlt wie beim letzten Mal von dem Drachen. Deswegen müssen wir uns mal bessere Rüstung holen. Beziehungsweise zusätzliche Items, die uns ein bisschen schützen vor dem, was da draußen so ist. Es sieht aber auch schön aus. Ah, hier haben wir ihn. Sehr schön. Okay, gut. Das bedeutet, wir gehen dann doch gleich nochmal nach Hause schnell. Damit wir dann erstmal uns das Eisen holen können. Okay, wo hast du denn das gelesen? Also ich kann das jetzt nicht sagen, sonst wird das hier wieder irgendjemand striken. Aber wo hast du denn das gelesen, dass das daher stammt? Das wäre ja sehr interessant. Weil dann wäre es ja überhaupt keine... Also jetzt keine krasse Beleidigung oder sowas. Ach ja, natürlich haben wir auch gleich hier noch einen Dungeon. Da gehen wir jetzt nicht hin. YouTube und dann auf Oxford, also im Oxford Dictionary gecheckt. Aha. Brunner Wetter. Okay. Ich glaube, das ist aber nicht sehr bekannt, oder? The more you know, ja. Müssen wir jetzt hier so ein Meme einblenden. Ja, haben wir schon wieder Inventar voll. Ja, ist ja selten. Haben hier. Jedes bisschen hilft ja. Es wäre natürlich noch gut, wenn man irgendwie noch eine Möglichkeit hätte, ja, noch mal einiges an Inventarplatz zu bekommen, weil das ist ja immer zu wenig hier. Man kann das auch hier raus opfern. Oh. Dankeschön. Danke, danke. Gut zu wissen. Weil dann kann ich ja wirklich einfach zack, zack machen. Da noch hin. Man sieht jetzt zwar nicht, ob man davon was jetzt bekommen hat oder dafür jetzt was bekommen hat, aber das ist ja jetzt erstmal nicht so wahnsinnig schlimm. Also das Select Multi-Tool oder Select Multiple-Tool ist eigentlich eine ganz schnieke Sache, muss ich mal so sagen. Es macht doch einiges dieser ursprünglichen Inventarprobleme so ein Stückchen weg. So, okay, gut, dann... Gehen wir jetzt erstmal. Oder kann ich das? Habe ich das Zeug mit eventuell? Nee, ich glaube nicht.
Du hast es also zufällig herausgefunden, indem du eine wunderbare Waffe geopfert hast. Aus Versehen. Ach, guck mal, kennen wir diesen Button nicht irgendwoher? Ach, Leute. Lili. Tschüss. So. Was brauchen wir? Nee, können wir nicht bauen. Okay, gut. Dann müssen wir schnell nach Hause. Ich muss auch mal irgendwas mit meiner Ausdauer tun. Die ist ja... So. Und was ist für heute geplant bei dir so? Ich finde es ja schon mal herrlich, dass es hier so ein, solche Schneebälle gibt, die man dann in der Gegend rumschubsen kann. Kann man die eigentlich auch schlagen? Ja. Ich dachte, die kann man dann vielleicht so ein bisschen in der Gegend rumschießen. Basteln ist verschoben. Das ist ja schade. So. Also ich habe für heute viel vor hier. Ich habe schon überlegt, ob ich eventuell heute doch das Air Green Project spiele. Und da dann noch das Live-LP mache, aber hab mich dann doch dagegen entschieden. Hab dann doch gesagt, komm, machst du das hier. Brauchen wir noch was? Ne. Was hier los? So. Guck mal das. Ja, okay, ist einfach Stack voll. So. Ach, gute Güte. So. Da und da. Ach ja, hier haben wir jetzt die unterschiedlichen Holzarten noch dabei. Ey. Ich will die eigentlich nicht so wirklich jetzt wegmachen, weil ich könnte da schon, wenn ich da ein bisschen was crafte, könnte ich da schon was halbwegs Sinnvolles noch rausbekommen. Ah gut, hier nicht. Hm. Ja, okay, dann kann ich die hier vielleicht scrubben. Machen wir mal so. Ey, hier haben wir ja auch noch eine ganze Menge rumliegen.
erstmal wieder hier dazukommen. Erstmal wieder ein bisschen Kopf machen, wie das hier alles war. So, sehr gut. So, dann holen wir uns jetzt mal schnell die Sachen für die Automatik. So, ich glaube, das brauchen wir noch. Ach ja, Diamanten habe ich auch noch geholt. Die nehmen wir mal noch mit. Ja, alles klar. Ne, das machen wir jetzt so. Wir gehen jetzt hier rüber. Bauen schnell noch was an. Ach, ich habe schon Ananas. Okay, gut. Dann brauchen wir die Samen ja nicht. So, schnell mal gucken. Wo sind sie? Da sind sie. Vielleicht kriegen wir jetzt doch mal noch ein paar 14er raus. Ich sehe jetzt hier eigentlich nur 13er und 12er gerade. Hm. Naja. Schauen wir mal. Müssen wir ja immer mal machen. So. Okay. Jetzt schauen wir mal. Wir haben hier 13er. 12er. Nochmal 13er. Das waren die 12er, die wir mitgenommen haben. Na gut. Dann gehen wir jetzt erstmal damit nochmal hin. Ja, meine Säge ist wieder ein bisschen verwirrt, aber das macht ja nichts. Wir kennen sie ja nicht anders. Wir bräuchten hier eigentlich auch noch. Kann man das... Ne, kann man hiermit nicht machen. Ich habe das gesehen bei einem... bei einer Sache, dass man das direkt rüberschieben konnte in die Kiste. Aber ich glaube, das war bei... bei einem Markt oder bei irgendwas in der Richtung war das, dass man die gleich rüberschieben konnte, die man schon hat, um das quasi dann aufzufüllen, sozusagen. Hm. Ich kann dann auch gleich nochmal in die Kacke-Kiste gehen. Ja, komm. So. Denn in der guten Kacke-Kiste können wir dann erst, oder nehmen wir dann erstmal noch die schöne Kacke raus. Und werden die dann erstmal schön in, ah, wie heißt es, ne, Salpeter ist es nicht. Ist es Salpeter? War denn das? Also hier, ja doch, in Salpeter, genau. Müssen wir ja auch mal machen. Wenn wir dann später hier die Sprengladungen machen wollen oder ähnliches. Was sind jetzt die restlichen? Ach, da ist die letzte. So. Okay. Ja, komm, dann nehmen wir das hier mal nochmal raus. Und schieben das mal noch an. So. Ach, hier haben wir nochmal. Ah, so ein Sortierungssystem wie bei, bei den Technikpacks von Minecraft. Das wäre es jetzt noch. Das wäre jetzt noch richtig gut.
Glaub ja nicht, dass ich das nicht gesehen habe, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich darauf reagieren soll. So, komm, den Fisch brauchen wir erstmal nicht mehr. Ja, das bringt auch nicht viel. Ja, das nehmen wir alles einfach mit. Das nehmen wir auch mit. Genau, wir könnten mal noch ein paar Potions versuchen. Ich wollte ja eigentlich, das habe ich mir jetzt so überlegt, ich versuche dann mal noch in das Gebiet mit dem Giftwald zu kommen, also mit dem vergifteten Wald. Hoffentlich einige von den Pilzen zu holen, dann könnte ich mir hier das Gift craften. Und wenn ich das Gift habe, könnte ich mir Giftpfeile machen und vielleicht habe ich damit dann ein bisschen bessere Chance gegen den Drachen zum Beispiel. Das könnte ich mir eigentlich auch mal noch machen, ne? Die Medium Life Potion. Mal gucken. Toxic Mushroom. Achso, damit kann ich das auch machen. Mit was konnte ich denn die flammenden Pfeile machen? Achso, einfach nur mit Charcoal. Okay. Sich keine Details anzeigen lassen. Attack 12? Ne, Attack 1. Wenn man die jetzt schnell wechseln könnte. Vielleicht ist das dann aber wirklich nicht so gut. Ja, ja, mir geht es jetzt nicht darum, keine Pfeile zu verbrauchen an der Stelle. Also den habe ich ja auch, ne? Hier unten auf der 0 habe ich den ja. Aber mir geht es eher darum, mehr Damage zu machen, weil der Drache, der beim letzten Mal uns so schön in den Hintern versohlt hat, ich habe dort drauf geschossen wie ein Wahnsinniger, aber so richtig viel ist da halt nicht passiert. Und die Idee wäre jetzt gewesen, über den hier halt Damage over Time zu machen. Aber der macht nur einen Schaden. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel das Gift macht. Es steht halt gerade nicht da. Und hier noch viel weniger. Dass ich halt nicht bloß den reinen normalen Damage mache. Naja, klar, mit höherem Level will ich nochmal wiederkommen. Logisch. Aber ich will ja auch besser equipped wiederkommen. Und nicht bloß mit mehr Level. Also, ich wollte es zumindest versuchen. Na gut, okay. Gut. Wir bleiben mal kurz bei unserem Plan. Wir brauchen Stone und Loks für die Furnaces. Jetzt nochmal gucken. Ja, das können wir dafür verwenden. Ja, okay. So. Dann glaube ich, brauchen wir. Wie war denn das? Der Furnace, der. Der da. Ein Conveyor Belt und nochmal Silber. Okay. Ist schon fertig. So.
Dann bauen wir uns einmal diesen. Dann den Excavator. Tja, und dann würde ich sagen, noch... Ah. Ja, machen wir mal noch ein paar Conveyor Belts. Und dann, was brauchen wir noch hier dafür? Brauchen wir noch einen. Okay. So. Und dann nehmen wir das Winterbiom erstmal kurz dafür, ein bisschen was zu erkunden und automatisch uns Eisen zu beschaffen. Und dann passt das schon. So, Moment. Jetzt gucken wir nochmal auf den Bogen. Der macht jetzt 120. Das ist... Der hier. Okay, der macht 50. Das können wir... Nein. So. Ja, behalten wir mal noch. So, das Amulett. Ja, solange wir die Pfeile dann nicht mit haben, ist das schon okay. Okay. Dann machen wir erstmal noch ein paar normale Pfeile. Sieht doch normal aus hier. Das ist auch erstmal okay. Wie sieht's hier aus? Naja. Ist doch okay erstmal. Das werfen wir erstmal hier rein. Die Sachen tun wir dann wieder rüber. Ach ja, die kam aus der Wüste, genau. So, hierfür brauchen wir dann nämlich diese Ice Crystals und so weiter und so fort. Ja, das bringt alles noch nicht viel. Das ist ein Speer? Ja, das ist ein Speer. Weil ich glaube, mindestens den hier könnte ich machen, aber der Speer bringt nicht so viel. So, der Platinbogen, der macht 100. Ne, den wir jetzt haben, macht 120. Okay, gut. Ja, dann sieht es da erstmal ganz gut aus. Okay. Gut. Achso. Ich weiß, dass ich das hier noch besser automatisieren könnte, aber ich will nicht hier schon wieder die nächsten Folgen und Stunden hier verbringen. Das tut nicht Not.
Ich glaube, dann schlagt ihr mich auch. Und das wahrscheinlich sogar zu Recht. So. Na, 2,25 Millionen mal ebenso. Ist doch okay. Kann man mal machen. So. Muss man noch was weglegen? Ja, genau. Machen wir mal so. Wasser haben wir hier noch. Dann legen wir die hier rein. Ne, dich wollen wir ja verkaufen. Aber dich werfen wir hier rein. Okay, und das da unten werfen wir in die Truhen hier hinten rein. So, das sieht doch schon mal sehr schön aus. Oh. Also funktioniert das mit den diesen Crafting-Konnektoren noch nicht so wahnsinnig gut, meinst du? Also, dass sie jetzt irgendwie dann wieder rumbacken, obwohl es ja eigentlich noch die Version von der letzten Woche ist. Also, wir haben ja tatsächlich mal diese Woche nicht gepatcht. Da hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass das erstmal relativ gut weiterhin ist.